Ja, in 4 Tagen das Derby. Da steht's. David gegen Goliath. Der Herausforderer ist der David. Also FC Krai, Günter Oberholz. Wie geht's euch damit? Auch eigentlich ganz gut. Wir sind ganz entspannt, weil ich glaube, unsere Ausgangssituation lässt das zu. Allerdings, wenn man die Tabelle sich von unten anschaut, dann ist es natürlich manchmal nicht so schön, dass man in so einem Derby da als komplette Außenseite reingeht. Aber auf einer Seite war es eigentlich für uns auch zu erwarten. Wir sind kurz vor dem Spiel gegen Fortuna Köln. Wenn es heute noch 3 Punkte gibt, dann lässt sich die Tabelle gut ansehen. Ne? Und dann kommt jetzt am Samstag der FC Krai als Tabellenletzter. Ist das jetzt, wenn man sportlich sieht, kommt in Anführungsstrichen nur der Tabellenletzter. Aber ich denke, da ist eine ganze Menge Ehrgeiz dahinter bei dem FC Krai. Nehme ich mal an. Angst? Also Ehrgeiz sollte immer da sein und Respekt ist vor jedem Gegner, das ist kein Thema. Zudem kommt ja nicht der FC Krai, sondern wir kommen, ja, wir sind ja Gast. Ja, das ist eine ungewohnte Situation. Genau, und nein, von daher ist da Respekt, es ist ein Derby hier mit 2 Vereinen der Stadt. Das hat besondere Umstände und von daher, wir sind sicherlich Favorit, aber wenn das Goliath nicht rot-weiß gewesen wäre, hätte ich jetzt nicht unbedingt gewusst, dass wir als Goliath bezeichnet werden. Wie ist denn mit den Vorbereitungen? Wie viele Zuschauer werden denn erwartet? Was erwartet denn der FC Krai? Wie viele kommen? Ja, also wir hoffen natürlich heute auf einen grandiosen Sieg für Rot-Weiß Essen. Dann ist es wirklich nochmal für RWE ein ganz wichtiges Spiel, auch gegen uns natürlich, auch in den nächsten Wochen, die da folgen. Und von daher rechnen wir schon mit 8.000 bis 10.000 Zuschauern, die hoffentlich dann dieses Osterderby sich dann mit ansehen werden. Es ist ja, haben Sie ja eben schon gesagt, Herr Dr. Welling, eine merkwürdige Situation, Gast im eigenen Haus zu sein. Ne? Wie ist denn das, wenn man jetzt gegen eine Mannschaft spielt, wo im Prinzip die Fans gleichzeitig FC Krai und auch Rot-Weiß Essen-Fans sind? Ach, wir haben das ja im Hinspiel schon gesehen. Das ist tatsächlich eine ganz besondere Atmosphäre, eine sehr freundschaftliche Atmosphäre. Wie gesagt, 90 Minuten auf dem Platz wird das sicherlich nicht so sein. Die Kreier wollen sich hier vor dieser Kulisse behaupten, wollen sich eben beweisen, wollen eben alles versuchen, was geht. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist per se so. Ich glaube, auf dem Platz wird es hoch hergehen. Drumherum wird es, glaube ich, einfach nur ein schönes Spiel werden. Der FC Krai ist im Moment nicht das, was man so besonders glücklich nennt, was die Resultate angeht. Die letzten Spiele sind allesamt in die Hose gegangen. Was erwartet denn der FC Krai-Boss jetzt vom Spiel gegen Rot-Weiß Essen? Beinstellen und sich für alle Zeiten unbeliebt machen, oder? Ach, ich sag mal so, Herr Dr. Welling hat es gerade auf den Punkt gebracht. Auf dem Platz gibt es eine Rivalität, gar keine Frage. Jeder möchte gerne gewinnen, möchten wir auch gerne. Das heißt aber nicht, dass wir Rot-Weiß Essen nicht alles Gute wünschen und auch natürlich hier für uns alle den Aufstieg in die dritte Liga. Das ist natürlich noch ein weiter Weg und schwerer Weg, aber ich glaube, Rot-Weiß Essen ist noch ein sehr guten Weg. Gut, ich stehe jetzt hier mitten dazwischen, zwischen David und Goliath und weiß nicht genau, wem ich für Samstag dann alles Gute wünschen soll. Am besten beiden. Und dann müsst ihr da unter euch ausmachen, wie es ausgeht. Wir einigen uns darauf, wir gewinnen am Samstag und Krai bleibt in der Liga. Könnte ich mit leben, allerdings wünsche ich dir erstmal viel Erfolg als Stadionsprecher. Das ist mal das Wichtigste für dich. Ja, das ist auch schwierig. Das weiß ich auch noch nicht genau, wie ich es mache. Aber wir werden sehen. Dankeschön. Sie nicht am Samstag am Mikro? Nein, darf nicht. Sie dürfen nicht? Nein. Wieso das denn nicht? Genau. Aber Sie dürfen doch bei Ihren Heimspielen. Ist mir gekündigt worden als Stadionsprecher. Er ist gefürchtet. Keine eigene Vollmacht mehr. Kennen Sie gar nicht, ne? Kennen Sie gar nicht. Echt? Sie dürfen nicht mehr Stadionsprecher machen? Doch, würde ich gerne machen. Aber an dem Samstag lasse ich dann mal die Profis ran. Okay, ob das dann gut ist, weiß ich noch nicht, ja, aber das werden wir dann sehen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Ja, Dankeschön.